Schon im Vorjahr sorgte der Prolog vom Linzer Hauptplatz auf den Schlossberg für viel Begeisterung entlang der Strecke, für die die Besten eine gute Minute benötigen. Unmittelbarer kommt man beim Radrennen nicht dazu und es ist wirklich eine tolle Geschichte, gerade alle einzukommen. Die drei Etappen werden vom Freitag, den 10. bis Sonntag, den 12. Juni gefahren. Am Freitag die Etappe vom Welsmax-Center in die Amag. Am Samstag starten wir dann wieder bei Intersport Stöcker in Everding und fahren rauf zur Firma Öko-Fein ins Mühlviertel rauf. Und schließlich gibt es die Königsetappe zum Schluss, auf der die Entscheidung fallen wird. Das ist dann die Etappe vom Paneum in St. Florian rauf auf die Höhe am Parkplatz oben auf der Mittelstation. Die Fäden laufen beim Radsportpräsidenten zusammen. Paul Resch schafft es auch immer, viele Unterstützer zu begeistern. Man sieht, er ist ein tüchtiger Organisator und ich denke, solche Initiativen sollte man auch unterstützen, wenn sie so professionell gemanagt werden. 431 Kilometer gilt es zu bewältigen. 24 Teams mit 144 Radprofis werden um den Sieg kämpfen. Die heimischen Asse ein Wörtchen mitreden. Wir haben jetzt drei Leute bei der Pressekonferenz da gehabt, in Vermeulen, in Ricardo Zoedl und eben auch in Kepplinger-Rainer. Und die favorisiere oder zähle ich zu den Mitfavoriten. Ricardo Zoedl hat im Vorjahr den Sieg hauchdünn verpasst. Das Ziel ist auf alle Fälle, das ist nochmal ein Gewinn. Und jetzt mit dem neuen Team haben wir eine super starke Mannschaft, super starke Kletterer. Also eine bessere Ausgangslage kann man mal vor der Rundfahrt nicht haben. Und LT1-Zuseher sind heuer von Beginn an mit dabei. Wir übertragen alle vier Etappen live. Den Prolog und die Schlussetappe auf die Höss in voller Länge. Ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht voriges Jahr. Der Chef hat mich dann angerufen und hat gesagt, okay, das ist ja Wahnsinn. So viele Leute haben sich das angeschaut. Wir übertragen nächstes Jahr alle vier Etappen. Ich war letztes Mal ja auf der Höss mit dabei und habe gesehen, wie ihr das übertragen habt, diese eine Etappe. Und es war grandios. Danke herzlich, LT1, dass ihr da jetzt der wichtige Partner seid und das live überträgt. Damit kommt der Spitzensport und der Breitensport heim in die Wohnzimmer. Die genauen Übertragungszeiten gibt es auf der Seite des Radsportverbandes und natürlich informieren wir im Vorfeld auch im Programm von LT1.